Hallo liebe Camper, hier mal wieder ein kleines Video von Mika Caravan und ihr seht schon, um was es heute geht. Troika, unser neuer Ständer, wo wir hier haben, und jetzt übergebe ich das Ganze mal an die Frau Mika, die nämlich hier schon wartet. Hallo ihr Lieben! Um das euch hier mal näher vorzustellen. Der Hintergrund ist, warum wir das machen. Es ist vielleicht noch ein kurzer Entschlossener dabei, sucht ein Weihnachtsgeschenk oder wie auch immer. Und daraufhin möchten wir einfach nochmal auf unseren Internetshop hinweisen, den wir ja seit Neuestem haben. Auch hier kann man alles, was wir eigentlich hier im Laden haben, auch bestellen. So, Frau Mika, jetzt stell mal vor. Ja, hallo Herr Mika. Also, genau, die Troika haben wir jetzt seit ein paar Wochen bei uns im Sortiment. Nur ein kleines Sortiment, aber für die Camper, sage ich jetzt mal, gibt es da einige Artikel, die für uns Camper, sage ich mal, fast unverzichtbar sind. So. Zum Beispiel? Zum Beispiel finde ich, oder bin ich felsenfest davon überzeugt, die Waschtasche. Zeige ich euch oder zeigen wir euch heute die mal ein hier. Bisschen ausführlicher. Ja, die schaut schon echt toll aus. Ich finde, die ist vom Design her echt cool gemacht und es ist zwar der Mann abgebildet, aber ich denke, wir Frauen kommen. Oder können uns damit auch identifizieren. Ich habe euch eine mal aufgemacht. Hier haben wir ja schon mal eine ausgepackt. Genau. Also das ist die Tasche. Vorab muss ich noch sagen, wir kriegen von Troika hierzu keinerlei Zuwendungen oder Sonderkonditionen. Wir machen das, weil wir das gern möchten. Ja, es ist, wie sagt man auf YouTube so schön, keine bezahlte Werbung. Nein, ist es nicht. Genau. Und wie gesagt, hier nochmal die Tasche, diese Washbag von Troika. Mhm. Echt schick gemacht. Die darf auch gern mal nass werden. Also die kann man, die ist wasserabweisend, wasserdicht. Schön. Und die, wie gesagt, wenn sie mal ein bisschen, ich sag's mal, oder mal runtergefallen ist oder mal in irgendeinem Waschraum benutzt wird und da ist nass, kann man gut abputzen und wieder. Hat die auch einen Haken zum Aufhängen? Ja, die ist der Reißverschluss, die kann man so aufhängen. Ja, cool. Was ich schön finde, innen drinnen die Fächer mit den Netzen auch. Und auch hier die Rolle, die klappt nicht nach unten, deswegen gibt es hier die Halter und die hängt bestimmt. Hat er hier links und rechts nochmal einen schönen Griff? Ja. Genau. Genau. Toll. Mit dem Schwarz und mit dem Rot sehr neutral gehalten. Also wie gesagt, auch für die Damen geeignet. Ich finde die cool und so schaut die aus. Und wenn die dann noch voll ist, wie gesagt, kann man die echt super perfekt toll benutzen. Und ich denke, jetzt gerade in der Weihnachtszeit ist bestimmt absolut auch ein toller Weihnachtsgeschenk. Ja, toller gesagt, Artikel. Dürft ihr online bei uns sehr gerne bestellen. Jawohl. Genau. Was haben wir denn hier noch alles? Das hängen lauter so tolle Sachen. Was ich zum Beispiel auch mega cool finde. Hier haben wir so eine Kombination aus Rucksack, Tasche und Rucksack, oder was ist das? Ja, das ist ein kleiner, also das ist jetzt, so wie es jetzt ausschaut, ein kleines Bag oder wie man das sagt. Kann man dann praktisch, ich habe es jetzt aufmachen und kann das als Rucksack nehmen. Genau. Praktisch so eine Einkaufstasche, wo man immer dabei hat, so ein Einkaufsrucksack. Aber halt als Rucksack. Genau, kann man super aufmachen. Toll. Die können wir gerne machen. Ich mache das mal auf. Dann haben wir hier auch einen tollen Würfelbecher. So für die Freizeit. Was mir ja ganz toll gefällt, ist hier dieses Buchset. Finde ich auch total schick. Mit einem echten Ledereinband. Und innen drin so tolle Blöcke, wo man alle möglichen Notizen machen kann. Also auch den finde ich total schick, weil ich stehe ja total auf solche Ledermäppchen. Es schaut auch sehr wertig aus. Ja, da schimpft mir meine Frau schon immer, weil ich immer so viel habe. Hier haben wir so Leder-Etuis, wo man seine ganzen Lade-Equipments dementsprechend reintun. Das finde ich auch ganz tolles Weihnachtsgeschenk, wenn man das möchte. Was für mich auch cool ist für die Familie, ist der Würfelbecher. Ja, den habe ich gerade schon erwähnt. Der ist den auch schick. Ja, da kann man die Würfel unten drin verstecken in einem genau extra Fach. Also die fliegen da drum und man muss keine extra Packung oder so mitnehmen. Das ist echt cool. So, jetzt hier nochmal unser Rucksack. Genau, zum Rucksack. Aufgemacht. Und. Schick. Kann man dann auch hier wiederum das Ganze zumachen, dass das dann als Tasche benutzt wird. Also diese Tasche, wo er praktisch drin ist, kann man dann als Tasche nehmen. Ich finde es schon geschickt. Hat man so in der Tasche und wenn man braucht, kann man da seine Einkäufe reintun oder sonst was und hat einen schönen Rucksack und dabei. Und ich denke, auch im Sommer, er ist leicht. Ja, der ist leicht, ist ja. Dünn.
Und er ist aber trotzdem sehr, sehr fest vom Material, sehr stabil, wo ich denke, wenn ich mir sicher bin, der hält auch ein bisschen was aus, da kann man auch mal ein bisschen was Schwereres rein. Absolut. Und wir Camper haben tolle ja immer keinen Platz und müssen immer aufs Gewicht achten. Also von dem her auch eine super tolle Idee. Ja. Dann haben wir hier noch schöne Stifte. Kugelschreiber mit Wasserwaage. Auch ideal. Ja. Darf ich ganz kurz zeigen? Kann man sein Wohnmobil dann dementsprechend gleich ausrichten. Tolles Geschenk auch. So, also ich zeige das. Mit Skala, mit Lineal, mit Inch, mit Zentimeter, Dezimeter. Mhm. Dann hat man hier eine Wasserwaage. Mhm. Wenn ich das hinten aufschraube, habe ich Bit. Ach, sogar einmal ein Schraubenzieher mit drin. Kreuz und einmal Schlitz. Schlitz, perfekt. Genau. Dann zum Tablet schreiben benutzen. Aha, auch, okay. Und vorne einfach ausgedreht Kugelschreiber. Perfekt. Und es schaut echt toll aus und da liegt er echt bombenmäßig in der Hand. Cool. Also auch da ein sehr schickes, schickes, wertiges Weihnachtsgeschenk, wenn noch was fehlen sollte. So, dann drehen wir mal den Ständer. Sofort. Und ja, wow, das ist natürlich geschickt. Ja, also hier haben wir ja Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger, was für die kleineren Camper, süß, dann was für die mit einem Einhorn. Größeren Camper. Und für die Herren und für die Herren haben wir hier Survival-Messer. Nein, für die Herren nicht. Es gibt auch Frauen, die Survival echt machen. Echt jetzt? Ja, doch. Das okay. Gibt es definitiv immer mehr, mittlerweile immer mehr Frauen. Hast du ein Messer einstecken? Manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil man muss vielleicht nur, ich muss ja nicht gleich übers Überleben, aber der Apfel zum Aufschneiden, da brauche ich auch ein Messer. Genau, so Multifunktionswerkzeug, so Art wie Letterman oder so, das ist natürlich immer sehr gefragt, wenn man gerade unterwegs ist, auch da wieder. Kleines mit viel verschiedenen Nutzbarkeiten. Mhm. Dann haben wir hier den Schlüsselmäppchen, wo ihr Schlüssel reintun könnt, ohne dass er auslesbar ist, was in der heutigen Zeit auch sehr wichtig ist. Die Sicherheitslicht, das kann man sich oben an die Jacke hin machen, gerade wenn man vielleicht sogar mit zwei Hunden unterwegs ist, zwei Hände voll. Ja, vor allem gerade wenn man megamäßig im Campingplatz oder irgendwo unterwegs ist, wo die Beleuchtung ein wenig schwach ist, da wird man dementsprechend gut erkannt. Also genau, kann man hier mit Magnete, kann man sich an die Jacke oder an den Kragen hin machen und hat Licht. Die Lampe, die Taschenlampe finde ich auch cool, weil man kann die am USB Ladedose direkt gleich anstecke und laden. Okay. Genau, was natürlich auch mal unter den Campern sinnvoll was ist. Was ich jetzt gerade sehe, ist diese Reisendokumentenmappe. Die ist ja auch total mega. Die hat nämlich einen riesen Vorteil. Die ist außen so geschützt, dass die ganzen Karten, wo da drin sind, durch Magnet und so weiter nicht zerstörbar sind. Genau, und auch hier nicht auslesbar. Und nicht auslesbar sind. Ja. Genau. Safe. Genau, also cool. Die Firma Troika bei uns haben wir die Dinge von Troika, die wir tolle Sachen in unserem Metier Camping und Caravan und Wohnwagen, Wohnmobil gut gebrauchen kann. Und auch diese Sachen könnt ihr alle bei uns online. Genau, die haben wir alle in unseren Online-Shop integriert. Dementsprechend könnt ihr die da auch da gern bestellen, weil ich vermute ja sehr stark, dass wir ab nächster Woche zu haben werden oder schließen müssen, zumindest hier unseren Laden, unseren Einzelhandel, wie viele andere auch. Leider Gottes ist es wieder mal soweit, aber durch unseren Online-Shop müsst ihr deswegen auf nichts verzichten. Also die Möglichkeit besteht, auch hier dementsprechend noch was zu ordern, bestellen und wir senden es euch dann dementsprechend auch gern nach Hause. Sehr gerne, sehr genau. Gerne. Und nicht nur Troika, wie alles, was es im Online-Shop gibt, genau. Bekommen wir oder sind wir gerne bereit, euch die online-mäßig zur Verfügung zu stellen. Genau. Wir haben uns auch vorgenommen, jetzt weiß nicht, ob täglich, das sind wir uns noch nicht ganz einig, aber auf alle Fälle zwei, dreimal die Woche so ein kleines Video zu machen, wo wir euch auch Produkte hier aus dem Shop vorstellen, für was man das nutzen kann, den Sinn und Nutzen erklären und halt einfach ein bisschen drüber philosophieren. Ja, und sehr gerne, wenn ihr Fragen habt, egal in welche Richtung, sind wir auch sehr gerne telefonisch für euch zu den normalen Öffnungszeiten, aber wenn wir nicht unseren Shop aufhaben, genau. Zu den normalen Öffnungszeiten sind wir jederzeit sehr gerne für euch erreichbar. Genau. Wenn wir manchmal nicht hingehen, dann versuchen wir euch natürlich sehr gerne zurückzurufen. Oder bitte einfach nochmal probieren, weil wir eventuell
wenn offen ist, auch in Beratungsgesprächen sind dementsprechend oder einfach, wir haben, glaube ich, auch einen Anrufbeantworter dran, einfach draufreden, dann werden wir euch natürlich auch immer zurückrufen. Sehr gerne. In diesem Sinn bedanken wir uns ganz herzlich und ich hoffe, Troika hat euch ein bisschen inspiriert. Und in dem Sinn sagen wir, schön gesund bleiben. Ja. Über ein Like dieses Videos freuen wir uns natürlich unwahrscheinlich. Und über neue Abonnenten freuen wir uns auch unwahrscheinlich, ja, weil wir finden das mega spannend, was wir da gerade machen. Und das ist echt toll. Und in diesem Sinn möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei euch, dass überhaupt jemand unseren Kanal begutachtet, anschaut und uns folgt. Finde ich ganz, ganz toll. Und dementsprechend, wenn wir uns, ups, was macht jetzt der, wenn wir uns auch Mühe geben, das dementsprechend weiterzuführen und auch tolle, interessante Neuigkeiten zu bringen. Genau. In diesem Sinn, schön gesund bleiben, alles Gute und wir hören und sehen uns. Sagen vielen lieben Dank und einen schönen dritten Advent wünschen wir euch. Genau. Tschüss. Ciao.